Hi, es ist nun endlich soweit. Willkommen in der Hölle, kommt in Kürze. Und ich stelle euch jetzt die Produktvarianten dieses wundervollen Albums vor. Wenn nicht wieder, das ist der fünfte Anlauf jetzt, wenn nicht wieder der Hund eine Christbaumkugel klaute oder irgendwas, aber jetzt pennt er. Also, am 30.12. erscheint Willkommen in der Hölle, das neue Album mit 19 Titeln. Neue Titel drauf, einige ältere Titel neu aufgenommen, zum Beispiel auch natürlich Willkommen in der Hölle, das jetzt 25-jähriges Jubiläum feiert. Ich glaube aber nach der Version braucht man nie wieder eine neue, die ist genial geworden. Das Album gibt es natürlich ab dem 30.12. als Download und Stream überall in allen Portalen. Für die, die noch ein bisschen retro unterwegs sind und noch die gute alte CD möchten, gibt es zwei verschiedene Varianten. Zum einen hier dieses fantastische Digipack. Wunderschöne CD. Und einem Faltposter, das dann zum einen, naja, sieht man dann mich hier drauf und dann dieses wundervolle Derby-Foto vom Derby gegen den KSC von dem wunderbaren Frank Tiedemann geschossen, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Diese Variante gibt es ab dem 30.12. überall im Handel und bei Amazon, beziehungsweise also bei Amazon könnt ihr es jetzt auch schon vorbestellen. Da aber ein kleiner Hinweis, Preis von mir und vom Vertrieb vorgegeben sind 16,90 Euro momentan. Ist Amazon, das ist üblich so bei Vorbestellungen, bei, keine Ahnung, 22 Euro oder so. Es gibt aber diese Amazon-Preisgarantie, das heißt, bei Veröffentlichung wird der niedrigste verfügbare Preis auch berechnet. Der wird vorher nicht berechnet, das heißt 16,90 Euro für das Album bei Amazon und im Handel. Wenn ihr jetzt das Ganze im Mediamarkt oder Saturn oder irgendwo kaufen wollt oder im Fachhandel für Musik, müsst ihr es vorbestellen. Also es wird wahrscheinlich kein Laden auf Vorrat bestellen. Also ihr müsst rechtzeitig bestellen, dass ihr es dann am 30.12. dort auch abholen könnt. Also das wäre das Standard-Digipack. Jetzt kommen wir zur Fan-Edition. Das hoffentlich, die es so im Handel nicht geben wird. Und zwar das Ganze in einer CD im Vinyl-Look. Ich hoffe, man sieht es. Da stehe ich richtig drauf auf diese Vinyl-CDs, die so ein bisschen aussehen wie eine Schallplatte. Für eine echte Vinyl hat es leider nicht gereicht. Ich glaube, also da hätte es zeitlich nicht gereicht und auch von den Kosten her hätte das nicht gepasst. Also das ist das Digipack der Fan-Edition, die ihr übrigens ab sofort auch bei mir im Shop bestellen könnt. Zusätzlich zu diesem Digipack, jetzt fangen wir mal an. Was ist noch im Fan-Paket? Fangen wir mit den kleinen Sachen an. Ein Original Willkommen in der Hölle Gitarrenplektrum. Lässt sich sehr angenehm spielen, weiß halt nicht, wie lange der Druck hält, wenn es spielt, wenn es zu lang spielt. Was haben wir noch? Wir haben diese Chrome Look Autogrammkarte. Das gekritzelt ist meine Unterschrift. Also macht jetzt das Ganze nicht schöner, aber es stehen viele wohl drauf, wenn es unterschrieben ist. Also, dann haben wir das hier. Als nächstes, mit was machen wir denn weiter? Genau, eine zweite CD. Und zwar, wie ich schon angesprochen habe, wir haben ja Jubiläum. 25 Jahre Willkommen in der Hölle. Auf dieser Scheibe habt ihr alle vier Titel, die es jemals gab, von diesem Lied. Angefangen mit der Ursprungsversion von 1997. Auch wieder hier eine CD im Vinyl-Look. Und diese wird nummeriert, handschriftlich. Es wird hier von 25 Stück, glaube ich, maximal geben. Aber auch nur für Sammler. Denn, ja. So.
So, was haben wir als nächstes? Gitarrenplektrum haben wir schon. Dann haben wir noch ein paar kleine Flyer sind noch drin. Und wir haben die unglaublich beliebten 10 Stück der Willkommen in der Hölle Aufkleber. Bitte nur daheim verkleben und nicht irgendwo, wo es Leute stören könnte. Was haben wir als nächstes? Ah, genau. Das Markus Sommer Feuerzeug mit Flaschenöffner. Also für die, die nicht rauchen. Funktioniert das überhaupt? Ja, funktioniert. Könnt dann euer Bierchen damit aufmachen. Man kann auch an Silvester Feuerwerk damit zünden. Im Stadion Wunderkerzen anmachen. Oder andere Pyrotechnik, aber nicht im Stadion, ist natürlich auch verboten. Dann geht's weiter. Genau, die Flyers hat man schon. Jetzt wird. Achso, halt. Wir hatten natürlich bei der Andels-Amazon-Version dieses Faltposter. Das haben wir dann hier als signiertes A3-Poster in stabiler Qualität im Fanpaket. Zumindest die eine Seite. Und jetzt kommt eins der Highlights des Fanpakets. Und zwar das Derby-Wandposter. Oh, richtig stabil. Die Grammzahl des Papiers, die steht auf der Webseite im Shop. Also das Ding kann man sich richtig ins Wohnzimmer hängen. Sieht wunderschön aus. Wunderschön geworden. Und dann haben wir, ach, jetzt machen wir damit weiter, 2 Bierdeckel im Willkommen in der Hölle Look. Dazu natürlich passend, das ist wegschmeiß, 2 wunderschöne Stadionbecher. Und das Besondere an diesen Bechern ist, nämlich sie sind mehr oder weniger interaktiv. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Oder halbwegs. Ich nehme jetzt erstmal mein Markus Sommer Feuerzeug, öffne mir ein Bier. Das hat wunderbar funktioniert. Jetzt fülle ich dieses Bier in diesen wunderschönen Becher. Ich habe das auch schon getestet mit Wein, Weinschorle, Wasser, Cola, das funktioniert alles, also geht alles super in diesen Becher rein. Und ihr habt dann auf dem Becher, den verdecke ich jetzt aber hier mit dem Daumen, einen QR-Code. Das heißt, ihr trinkt nie wieder alleine. Ihr packt euch zu Hause euren Becher, füllt ihn auf, scannt mit eurem Handy den QR-Code und dann gelangt ihr auf eine spezielle Seite, in der regelmäßig unterschiedliche Videos von mir auftauchen, in denen ich dann mit euch anstoße. Antrinken. Köstlich. Kellerbier. Genau. Ich stoße in dem Video mit euch an und singe danach noch ein paar Zeilen, ein schönes Lied. Vielleicht machen wir auch mal ein kleines Live-Video oder vielleicht eine Songvorstellung. Also das ist alles noch ganz offen. Es wird auf jeden Fall regelmäßig jede Woche ein kurzes neues Video geben, in dem ich mit euch anstoße. Vielleicht machen wir auch mal eine Live-Session. Mal schauen. Also diese Becher. Fantastisch. Das Bier ist scheiße. Hätte ich vorher probieren sollen. Und zu guter Letzt, als wäre das noch nicht alles gewesen, haben wir im Paket noch 2 der älteren Alben. Zum einen mal das Akustikalbum und auch noch Teufelswerk. Für diejenigen, die es noch nicht zu Hause haben, wer es schon zu Hause hat, ihr kennt es, es kommt unverhofft Besuch, man hat kein Geschenk zu Hause, verschenkt sie. Vielleicht auch zu Weihnachten.
oder wie gesagt, wenn unverhofft Besuch kommt. Ihr könnt ab sofort dieses Fan-Paket bestellen bei mir im Shop. Ich verlinke das hier im Beitrag. Offizielle Veröffentlichung ist der 23.12., also eine Woche vor dem Handelsalbum. Versand erfolgt sehr wahrscheinlich ab dem 21.12. Also ihr sollt es zu Weihnachten alle pünktlich haben, wenn Hermes mitspielt. Gut, ich glaube, das war's. Ich habe auch nichts vergessen. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal schöne Tage. Morgen gibt es auch alle Lieder, alle 19 Lieder des Albums in kurzer Hörprobe in einem Video. Und dann hoffe ich, euch gefällt's und ihr kauft das Album oder ihr streamt es. Wir hören uns und sehen uns in Kürze. Ich trinke jetzt noch dieses wundervolle Bier aus diesem wundervollen Stadionbecher leer und hoffe, der Hund klaut keine Christbaumkugeln mehr vom Christbaum.